Nee, 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 sei nicht frech, ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killerboy-Rats, bis in Schule nervt, wir sind cool. Wenn du auf ein Zimmer musst und dich packt der Bus, dann sing ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Sei ein goldenes Dings da, bitte. Sei ein goldenes, sei ein goldenes, sei ein goldenes. Ich will Gold. Ich brauche Gold. Nein! Geh bloß weg, du Zwerg. Mama! Hör auf, deinen Bruder zu ärgern, Henry. Ich bin dran. Ich darf das Dings da aus der Frühstücksschlockenpackung haben. Das ist echt gemein. Vielleicht ist das Goldene. Dann müssen wir noch eine Schachtel kaufen. Jetzt gleich. Oh nein, nicht bevor ihr die drei aufgegessen habt. Aber ich will ein... Ui, schaut, ich habe ein goldenes Dings da. Was? Ich hab ein blaues. Grün. Ich gelb. Martin? Keine Ahnung. Es ist schwarz, wie das Loch in deinem Hirn. Was für ein Dingster habt ihr denn? Tja, also ich hab eins in Silber. Das gibt's nicht. Ha, das ist noch gar nichts. Ich hab ein goldenes. Wahnsinn. Hast du ein Glück. Sieht das schön aus? Dürfen wir sehen? Wow, ein Junge mit einem goldenen Dings, da könnte alles kriegen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Daheim. Das bringe ich doch nicht in die Schule mit. Da könnte es jemand stehlen. Meine Pausenbox wurde auch mal gestohlen. Blödsinn! Du hast gar kein goldenes Dings da, Henry. Das sagst du nur so. Und wenn du eins hättest, würdest du es überall rumzeigen. Mach schon, Henry, zeig's uns! 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 Na gut, morgen. Und ihr werdet ganz schön blöd gucken, wenn ihr es seht. Ha! Wir warten auf dich! Jetzt muss ich mir was Oberschlaues einfallen lassen. Das Schachspiel, die Murmeln, die Münzsammlung. Was machst du, Henry? Ich überleg nur, was ich will, wenn du weg bist. Tut mir echt leid wegen dem goldenen Dings da. Wieso? Jeder will doch ein goldenes haben. Aber was ist mit dem Fluch? Welcher Fluch? Es stand in allen Zeitungen. Jeder, der ein goldenes Dings da besitzt, stirbt einen grausamen Tod. Das ist gar nicht wahr. Ist es schon. Weißt du nicht, was diesem Mädchen passiert ist? Das hat auch ein goldenes Dings da gehabt. Und sie ist ins Klo gefallen und ertrunken. Und dann war noch dieser Junge, der ist mit seinem goldenen Dings da und seinem Hund spazieren gegangen. Und sie fielen in ein Loch aus geschmolzener Lava. Und alles nur wegen dem Fluch des goldenen Dings da. Oh nein, ich hab ihn gesehen. Den riesengroßen, pechbringenden Pechvogel. Das ist ein Zeichen, dass du verflucht bist. Nein, ich bin überhaupt nicht verflucht. Ich bin verflucht. Nein, ich will aber nicht sterben. Naja, wenn du das goldene Dings da einem anderen gibst, geht der Fluch an den über. Ich schätze, ich könnte dir den Fluch abnehmen. Du würdest dein Leben ja auch für mich riskieren. Henry, du bist der beste Bruder auf der ganzen Welt. Das war ja babyleicht. Laura ist da, eure edelmütige Majestät.
Ich kann nicht bis morgen warten. Wenn du wirklich eins hast, Henry, dann will ich es sehen. Auf der Stelle. Peter, ich will ein paar Chips, Schokolade und noch ein bisschen extra Schokolade. Kommt sofort. Mein großer Bruder ist so mutig. Ja, ja, wie du meinst. Also, wo ist es? Es ist wunderschön. Ich will es haben. Auf keinen Fall. Ein goldenes Dingster ist das Größte. Das gebe ich doch niemals her. Ich gebe dir eine Wasserkanone mit 2 Tanks. Die 3000? Wenn du willst. Brandneu? Noch original verpackt. Abgemacht. Morgen? In der Schule. Wie, du kommst nicht? Morgen wird ein sehr guter Tag. Das ist ja Wahnsinn. Wo hast du das denn her? Obercool. Ich glaub's nicht. Ja, Henry! Du hast mich betrogen! Hast du wirklich geglaubt, ich gebe ein goldenes Dingster für die Wasserkanone 3000 her? Da musst du schon mehr bieten. Am Montag könnt ihr mir alle ein Tauschangebot machen. Und dann entscheide ich, ob es gut genug ist. Keine Ahnung, warum Mama das macht. Den Schlüssel kann sie ja doch nicht wegsperren. Noch 2 Tage und dann sahne ich ab. Henry, was soll das werden? Eine kleine Nervenberuhigung? Nein, Henry, ich will nicht, dass du stirbst. Lass mich in Ruhe. Stirb nicht, bitte, bitte, du darfst nicht sterben. Peter, was ist denn los? Das goldene Dingster ist verflucht und Henry hat's genommen, damit ich gerettet bin. Aber jetzt muss er sterben. Henry, wie kannst du nur so etwas Schreckliches sagen? Gib Peter sein Dingster zurück oder es gibt eine Woche kein Fernsehen. Aber ich brauche es für meine Versteigerung. Henry? Ich will aber ein goldenes Dingster! Gut. Henry! Kann man hier nicht mal seine Ruhe haben? Spaghetti, Kondensmilch, Bohnen. Oh, Henry, ich will zum Supermarkt. Willst du irgendwas? Das geht nicht. Jetzt noch nicht. Warum nicht? Weil ich mitkommen will und ich kann erst mit, wenn ich mein Zimmer aufgeräumt habe. Du willst dein Zimmer aufräumen? Dann warte ich gerne auf dich. Ja, Mama, wir haben keine Frühstücksflock mehr. Wir müssen wieder welche kaufen. Henry, warte! Ich muss die Frühstücksflocken holen. Na schön, aber nur eine Schachtel. Aus der Bahn! Oh, ja. So was Blödes. Welche nehme ich nur? Welche? Die da. Ja. Ich habe es. Wem gehört dieser schreckliche Junge? Henry. Hausverbot im Supermarkt. Und obendrein mussten wir alle Frühstücksflocken kaufen. Kein Fernsehen für einen Monat. Und dein Taschengeld werde ich dir auch kürzen, drastisch. Jetzt geh auf dein Zimmer und da bleibst du.
So eine Schande ist es. Ja, und was machen wir mit denen? Henry darf sie nicht behalten. Nein, auf keinen Fall. Aber ich weiß schon ganz genau, wem wir sie geben könnten. Ich hoffe, ihr habt euch angestrengt. Was habt ihr mir zu bieten? Gegen das hier. Was?